Wir freuen uns ganz besonders, meine Damen und Herren, dass wir unsere Schokolatiere noch mal vorstellen dürfen. Denn die kam bei Ihnen so gut an, dass sie schnell weg war. Jetzt ist sie wieder da und rechtzeitig zu Weihnachten können Sie damit noch wunderbar arbeiten. Das heißt, Sie müssen ja gar nichts tun. Die arbeitet ja von alleine. Und wer einmal davon geschleckt hat, der möchte nichts anderes mehr als dieses Paradies. Eine Schokolatiere mit allem drum und dran, was Sie brauchen. Gell, Jana? Absolut richtig, Walter. Ich liebe Schokolade. Geht es Ihnen auch so? Mhm. Und vor allen Dingen, wenn das so schön auf der Zunge zerfällt. Sie können ja hier alles schmelzen, egal ob es Vollmilchschokolade ist, weiße Schokolade oder zartbitter. Es kommt immer auf Ihren Geschmack an. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kann Nüsse in Schokolade eintauchen oder getrocknete Früchte oder aber auch frisches Obst. Es geht natürlich auch, wenn man die Kekse da versenken möchte und dann rausholt und schön trocknen lässt. Dann haben Sie natürlich selbstgebackene Kekse mit Schokoguss, ein Traum. Es sind 45 Formen dabei, dass Sie auch Ihre eigenen Pralinen zum Beispiel machen können. Ich darf mal kurz hier ganz kurz zeigen, da sind Sternchen dabei, da sind Bären dabei, da sind Herzchen dabei. Da ist ein großes Herz hier, das haben wir hier, haben wir auch letztes Mal in der Sendung alles live gemacht, meine Damen und Herren. Sie dürfen auch gleich nochmal reinschnuppern. Und für alle Leckermäulchen haben wir hier eben Tannenbäumchen und Mond und Sonne und alles Mögliche. So, wir zeigen Ihnen jetzt mal ein bisschen was aus dem Film, was da so gelaufen ist, meine Damen und Herren. Und bitte Film ab. So, da sehen wir noch mal das ganze Zubehör. Da ist auch eine Pralinengabel dabei. Also alles, was man so braucht. Vor allen Dingen das Schöne ist, Sie können das alles selber zubereiten. Sie wissen, wie die Schokolade zubereitet worden ist. Und wenn Sie sagen, Sie möchten noch ein paar Gewürze dazugeben, entweder Zimt oder wenn Sie sagen, Sie mögen es lieber scharf, ein bisschen Chili dazugeben, ein Traum. Und das können Sie auch mit Ihren Kindern machen. Das macht richtig Spaß. Und auch wenn die Schokolade fest wird, das ist super klasse. Da sehen wir jetzt auch nochmal den Vergleich mit weißer Schokolade und zartbitter. Geht ja, natürlich du bist ja auch ein Fan. Geht, ja, absolut. Ich esse mein Leben lang schon gern Schokolade. Denn Schokolade macht ja auch glücklich. Da sind gewisse Stoffe drin, die machen einfach glücklich. Und nicht nur das, meine Damen und Herren, sie sind sogar gesund. Je mehr Kakao drin ist, desto gesünder ist die Schokolade. Ob das nun eine bittere Schokolade ist oder eine edelbittere oder eine Mokka-Schokolade, eine Vollmilchschokolade, eine Kuvertüre, wo man einen wunderbaren Überzug für einen Kuchen machen kann beispielsweise. Oder aber selber Pralinen. Das ist ja der neueste Schrei, selber Pralinen zu machen und die schmecken einfach. Schau mal, da haben wir jetzt mal Schokoladenstückchen gemacht in zwei verschiedenen Variationen mit weißer und mit Vollmilchschokolade. Oh, wunderbar. Das sieht echt klasse aus. Das kann man normalerweise für teures Geld im Lebensmittelmarkt kaufen, liebe Zuschauer. Aber warum denn kaufen, wenn man es auch selber machen kann? Und dann weiß man auch, wie das Ganze entstanden ist. Auch die Kinder lernen viel dabei und man kann die Kinder auch noch mal ein bisschen mit dem Kakaoanteil aufklären. Wie du schon gesagt hast, mit der Zartbitterschokolade. Es gibt da ja 60, 65% oder 70% oder auch noch weitaus mehr. Und wenn Sie sagen, Sie möchten es lecker gestalten, die Kinder mögen vielleicht kein frisches Obst, aber wenn Sie die dann versenken in der Schokolade, dann schmeckt das gut. Zum Beispiel hier die Weintrauben mit dunkler Schokolade oder weißer. Mh, ich mag auch gerne Bananen mit Schokoladenüberzug. Oh, Bananensplit zum Beispiel. Ehrlich. Und da kann man dann noch Nüsse drüber streuen und alles sowas. Hier haben wir Biskuits und Spekulatius, die kann man alle eintauchen. Das ist eine tolle Sache. Und man kann natürlich auch ein Schokoladenfondue machen, wenn Sie Gäste haben. Das macht richtig Spaß. Ich sage Ihnen was. Köstliche Schokovariationen. Ganz einfach selbst gemacht. Leckere Pralinen oder Konfekt in vielen Formen. Mousse-Schokolade oder ein süß-delikater Brotaufstrich. Hier gelingt Ihnen alles wie im Nu. Ebenso flink zaubern Sie verführerisch schöne Dekorationen für Schokogüsse, für Torten, für Kekse, für Früchte und vieles mehr. Auch prima für ein leckeres Schoko-Fondue, habe ich ja vorhin schon gesagt. Schmilzt jede Art von Schokolade und schneller als ein Wasserbad übrigens und dennoch sehr, sehr schonend. Das Aroma der Schokolade bleibt hier voll erhalten. Das wird doch ein Spaß, wenn Sie sowas einfach mal machen. Absolut richtig, du sagst es, ein Wasserbad. Sonst habe ich immer einen Topf genommen und habe Wasser aufgekocht, habe dann eine Schale dazu gegeben, wo ich die Schokolade geschmolzen lassen habe. Und das dauert ewig lange, weil das Wasser kühlt auch schnell ab. Und das geht in 0,0 nichts, weil meistens ist es so, wenn man die Schokolade erhitzt hat, man kann ja auch leckere Schokokrustis machen. Einfach nehmen Sie Cornflakes und versenken die in der schönen Schokolade, egal ob Sie weiße, dunkle oder Vollmilch nehmen. Und dann können Sie Ihre eigenen kleinen Schokokrustis basteln.
oder herstellen. Das finde ich richtig klasse. Und es schmeckt gut, wenn die dann gefroren sind. Ein absoluter Schmaus. Apropos gefroren, mit Eis kann man natürlich auch, also Eis kann man auch überziehen mit flüssiger Schokolade. Als kleines Kind habe ich immer eine Vanillekugel gegessen und die wurde dann versenkt in Zartbitterschokolade. Das war immer Eisschokolade und es war sehr lecker. Es ist alles dabei, was Sie brauchen. 7 verwendbare Förmchen mit jeweils bis zu 8 Motiven. Da sind Buchstaben, Zahlen, Symbole, Sterne, Herzen, Tannenbäumchen. Komplett mit Zubehör. Da ist eine Spiralgabel dabei, da ist eine Pralinengabel dabei, ist ein Spatel dabei und 10 Plastikspießchen haben Sie auch. Also für Früchte oder sowas, wie Sie das gerne hätten. Und Holzspießchen haben Sie auch noch dabei. Dann eben der Schmelztopf, der ist aus Alu. Und da kriegen Sie mindestens 2 Tafeln Schokolade kriegen Sie da rein und nehmen Sie auch ruhig Kuvertüre. Das ist nämlich sehr, sehr gut und ist viel günstiger zu bekommen. Ne? Absolut richtig. Ja. Die gibt es ja auch dann meistens schon mit 500 Gramm, die Sie dann schmelzen lassen können. Und liebe Zuschauer, es kostet wirklich nichts im Vergleich zu, wenn Sie jetzt wirklich Kekse mit Schokolade kaufen. Da können Sie das viel günstiger herstellen und das alles selber. Oder auch Pralinen, hatten wir ja schon gesagt. Für Weihnachten, wenn man sagt, für die Liebsten, für die Kinder und man möchte vielleicht welche ohne Alkohol herstellen, dann ist das genau richtig. Und vor allen Dingen, die ganze Familie hat Spaß daran. Was ich auch toll finde, dass wir so tolle Förmchen dabei haben, wenn wir zum Beispiel eine schöne Liebestorte backen möchten. Und dann eine Liebestorte. Was ist das? Eine Torte für den Liebsten. Ach so, verstehe. Oder eine Hochzeitstorte. Und dann ein paar Herzchen obendrauf aus Schokolade. Das ist natürlich die beste Deko und alles selbst gemacht. Ein Traum. Ja, es ist wirklich ein Traum, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen noch mal schnell die Artikelnummer. Denken Sie dran. Letztes Mal in 0,nix weg, jetzt wieder da. PE7220569 ist hier die Artikelnummer. Nochmal PE, Paula, Emil, 7220569. Und jetzt kommt's, der Preis ist einfach unschlagbar. Keine 17 Euro. Ja, 43% haben wir Rabatt runtergelassen. Und ich habe auch eine E-Mail bekommen, nämlich ein Kundenlob. Und Kundenlob ist das Beste, was man haben kann. Da schreibt WH aus Bad Hersfeld, die beigefügten Formen ermöglichen es, die Schokolade in vielfältiger Form zu präsentieren und als Deko auf Gebäck zu verwenden. Und JT aus Schwäbisch Gmünd schreibt, ein sehr gutes Produkt zu einem unschlagbaren Preis. Das kann man wohl laut sagen. Da kann ich mich nur anschließen. Und liebe Zuschauer, das Tolle ist natürlich auch, wenn Sie Mousse au Chocolat lieben, dann können Sie das natürlich hier auch zubereiten. Ja. Eine super leckere Variante, wenn Sie nach einem leckeren Menü noch mal richtig was herzaubern möchten, genau, was genießen wollen, dann ist hier, sollten Sie hier schnell zugreifen. Auch das Herz finde ich toll, ne? Das große Herz, was mitgeliefert wird, das können Sie auch, wie wir es im Filmchen gezeigt haben, in verschiedenen Schokoladenetappen füllen. Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade, ein oder Traum. Knoblauchnuss. Ja, heute wird ja alles schon gemacht, ob das Chili ist oder Pfeffer. Ja klar, ne? Und es kostet viel. Ja, das ist einfach so. Ne? So kannst du es selber machen. Ja, also das macht nicht nur Appetit, das macht auch jede Menge Spaß. Man weiß, was drin ist, weil man es selber halt macht, meine Damen und Herren. Schmelz- und Warmhaltestufe ist hier eingebaut. Da haben Sie hier einen Schalter, brauchen Sie nur drauf einstellen, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Schokofondue machen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Kinder ein Riesenspaß ist, wenn die mit der Omi zusammen wunderbare Pralinen machen, selbstgemachte Sachen und die schmecken doch wunderbar. Ja, natürlich. Und gerade wenn die schöne Schokolade geschmolzen ist. Oh, das ist so lecker. Und die Kinder sehen danach bestimmt richtig bunt aus. Genau. Die haben überall Schokolade. Ja. Aber so muss es auch sein. Da kann man es auch richtig genießen. Und die Kinder haben auch, was sie machen können. Sie haben eine Zeitbeschäftigung. Ja, ich zeige Ihnen mal hier was. Das ist die Spiralgabel. Mit der können Sie aus der, ich mache das mal hier drauf so, mit der können Sie aus der flüssigen Schokolade die Pralinen hochhieven. Und hiermit, mit der Gabel, das ist eine Pralinengabel, meine Damen und Herren, können Sie natürlich auch die Pralinen überziehen. Je nachdem, was Sie machen, ob das Nougat ist oder ne, was auch immer. Oder, oder Nüsse gemahlen zum Beispiel, ne, die man dann verknetet mit Zucker und sowas alles. Was man auch machen kann, wenn man die Praline in die leckere Schokolade getunkt hat und danach kühlt man sie ein bisschen ab und gibt sie dann einfach mit ein bisschen Schokostreusel drüber oder Kakaopulver. Ein absoluter Genuss, sage ich Ihnen. Da haben wir hier ein Sieb, da legt man das alles drauf. Schauen Sie sich das mal an, das Sieb, was ich hier habe. So, da ist es. Und da legt man die Pralinen zum Trocknen und beziehungsweise zum Hartwerden drauf und dass sie schön abtropfen können. Wunderbare Sache. Und die Reste schlecken natürlich immer die Kinder, das kennen wir ja mittlerweile. Oh ja, ne? Gerade den leckeren Topf dann auskratzen. Und Ihre Bestellnummer für
für diese leckeren Köstlichkeiten, damit Sie die selber zubereiten können, ist die PE. Und dann haben Sie die 7220 und die 569. Ich wiederhole nochmal, PE 7220 und die 569. Und dann steht Ihrem absoluten Genuss nichts mehr im Wege. Also ganz schnell anrufen, 0180 51 51, dreimal die 2. Das ist Ihre Glückstelefonnummer. Da bekommen Sie die Chocolatier für keine 17 Euro.